Einen wunderschönen guten Tag zu God of War. Endlich ist es soweit. Das Spiel ist da schon seit ein paar Tagen. Ich hatte nur noch keine Zeit, so richtig einzusteigen. Aber wir haben gerade mal hier das erste Spiel begonnen und haben anscheinend unseren ersten neuen Freund, den Baum, gefunden. Tolle Tattoos, toller Wikingerkörper. Ich bin gespannt auf dieses Spiel schon seit so langem. Und wir müssen jetzt unsere Leviathan-Axt schwingen. Bammy-wham. Und anscheinend killen wir jetzt unseren neu gemachten Baumfreund mit 3, 4 Schlägen ist der Baum durch. Realismus pur gleich vom Start weg. So wie wir das wollen. Die Birke fällt. Und wir sind überhaupt nicht gut gelaunt. Steig jetzt in das Boot. Tu, wie ich dir befehle, kleiner Mann. Ich bin schlecht drauf. Alles klar. Ja, da hat man auch keine Fragen mehr. Ich glaube, wir werden keine Probleme haben in dieser Welt. Weil wir uns einfach ganz entspannt mit den Hüften schwingend und dem Baum auf dem Arm durch die Welt bewegen werden. Soll ich ihn noch ans Boot binden? Oh, wir sind beim Boot. Ich muss, Der Baum entlädt sich seine Äste gleich ganz von alleine. Toll macht er das. Junge. Junge. Die Landschaft sieht so toll aus schon, was man hier sieht. Würde ich gern wandern gehen und ich würde auch in so ein Boot steigen und jetzt hier mal so flussabwärts fahren. Anscheinend geht's einfach so. Oh ja, wir steuern einfach das Boot jetzt hier. Es ruckelt ein bisschen, ich weiß nicht, warum es ruckeln sollte. Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Was ist das hier alles? Ja, Vater. Huch. Ich sollte gerade ausschauen beim Fahren. Wow. Toll. Und anscheinend sind wir auch schon am Anleger angekommen. Wo ist denn unser Baum? Macht der irgendwie hinten dran? Ja, so einfach geht das. Das machen die in Kanada auch alle so. Holzfäller. Ja, was so ein richtiger Berserker ist, ne? Der kann einfach auch mal so einen Baum auf den Arm nehmen. Aber wie ich letztens gehört habe, ist die schwerste Gymnastikübung übrigens, sich selbst auf den Arm zu nehmen. Ho, 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 ho. Mein Gott. Okay, wir laufen ganz entspannt weiter durch den Forest. Hier unten liegt auch so ein bisschen Gestrüpp und ein paar Nadeln. Hier oben sehen wir Bergspitzen, die Bäume, gut. Ist jetzt nicht überdimensional richtig geil so, aber sieht schon ganz schmuck aus eigentlich, die Pfütze. Leider macht die auch keine Geräusche, wenn wir da durchlaufen. Aha, das Dickicht hier macht schon ein bisschen Geräusche. Oh, Hütte. Wir sind bei unserer Hütte anscheinend. Gut, ist jetzt kein nordischer Palast so, aber Odins... An Odins Lagerhalle kommt es ja auch noch nicht ganz ran, aber für uns reicht es wahrscheinlich erstmal. Der letzte war's, Baum.
um was zu tun. Was machen sie mit den Bäumen? Toll, hier die Runen-Tattoos auf dem Unterarm. Klasse sieht das aus. Kriegt man richtig Bock, wieder zum Tätowierer zu gehen. Und so ein bisschen wandern auf Island oder sowas. Schottland, Island, Färöer, alles geil. Ah, yeah, I see. Das wird anscheinend die Mama sein. Dort sehe ich meine Mutter. Mhm. Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir. 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 Huch. Die Mucke ist auch geil, ne? Sie ist bereit. Und nur wer frei ist, kann wirklich leben. Hm, die Runen auf der Axt leuchten. Ist da ein Zauber eingewebt? Es ist wirklich herzzerreißend. Gleich am Anfang des Games eigentlich schon hat man eigentlich Bock weinen zu gehen. Ich bin so ein bisschen gespannt, ob sich diese Trauer in unbändige Wut und diese Wut in unbändigen Hass und dieser Hass in größtmöglichen Zorn verwandeln wird und wir, ja, wir werden sehen. Stell dich nicht so an, kleiner Mann. Nimm etwas Schnee, das hilft. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Kannst du jagen? Ein bisschen. Sag's mir. Jetzt? Jetzt. Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Wo lang? Dahin, wo die Hirsche sind. Na dann, hier lang. Ja, die gezeichneten Bäume mit Atreus jagen. Ich bin gespannt. Vater, warum tun wir das jetzt? Sollen wir hier auch lang? Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst. Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab. Was ist hier? Jage. Sollen wir dem Jungen hinterher? Ich wollte erst mal gucken, was hier alles so ist. Ist hier noch hinter der Hütte was? Ich nehme an, in diesen ersten Tutorial-Quests hier. Ja, ich komme ja schon. Ja, ist ja gut.
kreich nicht so rum. Und also wir bewegen uns mit so Medium Tempo und rennen nochmal an unserer verbrennenden Frau vorbei. Und warten gar nicht erst, bis das Feuer runtergebrannt ist, sondern wir gehen einfach mal jagen mit unserem kleinen Sohnematz hier. Was hast du gefunden? Spuren. Spuren? Aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. Ja. Kameraeinstellungen will ich jetzt nicht ändern. Was gibt's hier hinten? Oh, hier liegt was. Ich hab Hacksilber. Hacksilber. Hier liegen überall Sachen verstreut, das ist gut. Hallo? Junge, was ist hiermit? Gut. Aber auch kein Hirsch. Siehst du? Zu breite Spitzen. Bergziege? Deine Mutter lehrte dich viel. Aha. Ja. Und er rennt einfach durch. Gut, ich dachte, da liegt noch was. Aber anscheinend, nicht. Sollen wir hier so ein bisschen auf den Weg zurück, oder? Da ist eine Brücke. Eine Treppe geht da hoch. Da liegt was. Ein Boot! Ein Boot! Liegt mit im Wald ein Boot. Verloren und wiedergefunden. Neues Artefakt-Set. 1 von 4. Ich muss hier drücken. Wir haben beim Haus dieses kleine Spielzeug gefunden. Ich hatte einmal ein ähnliches. Ich glaube, es ist Teil eines Sets. Wenn wir noch mehr finden, könnten sie einiges wert sein. 350 XP gibt es da. Hier durchs Menü gucken wir später nochmal, wenn irgendwie wir hier ein bisschen die... eine Kiste! Wollte ich gerade sagen, wenn wir hier noch ein bisschen die Umgebung erkundet haben, aber... so öffnet man Kisten heutzutage. Und noch mehr Silber. Silber scheint so eine Art Geld zu sein. Hacksilber. Ich nehme an, das ist so klein gestoßenes Silber oder so. Hier waren wir schon, oder? Ich sehe vorne nach. Renn nicht weg, Junge. Ich komme ja. Ich komme ja schon. Papi kommt. Renn weiter. Auf die Brücke hier. Auf den Weg. Wieder Spuren? Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Die benutzen alle zufälligerweise unseren Weg. Was jetzt? Über den Spalt springen. Okay. Sehr dynamisch und elegant und überhaupt nicht abgehackt. So, er will da lang. Hirschspuren, frisch. Hier lang. Ich will hier lang. Geht's hier lang? Nee, schade. Wo geht's lang? Das sieht hier aus wie in Sächsische Schweiz oder sowas. Über Hindernisse. Aha. Man kann anscheinend aber nicht... Das ist ja... ein blauleuchtender Hirsch. Albino-Hirsch oder was? Da liegt noch mehr. Wir sammeln alles auf, was wir kriegen können. Noch mehr Hacksilber. Da ist noch eine kleine... Schatztruhe. Ja, anscheinend ist das so eine Default-Einstellung, okay. Wie wir die Kisten öffnen? 350 Hacksilber. Liegt noch irgendwo was? Ich will nichts verpassen hier, gleich am Anfang. Hier rechts. Was ist das da hinten? Eine Schlange? Noch mehr Silber? Das scheint irgendwie eine Kette zu sein. Wie kommen wir da hin? Aber wenn ich hier runterklettern kann, ob man hier runterklettern kann? Ich bezweifle es. Wahrscheinlich bin ich da gleich wieder tot. Ich kenne doch mein Glück. Gut, wir gehen einfach mal hier weiter. Die Brücke. Wir haben unsere Brücke kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt rüber? Geh zur Seite. Die Axt nehmen. Wie hilft uns die Axt? Zielen. Kann ich die werfen? Alter Falter, wie geil. Wo ist die Axt hin? Ich muss die... Yes, Mann, die fliegt zurück. Wenn ich sie zurückrufe, wie geil ist der Scheiß. Und ich jump einfach hier rüber. Da ist Warte. Fucking hell. Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur. Schieß nur. Ruhig, Blut. Wenn ich es dir sage. Tut mir leid.
Das ist belanglos. Mach es besser. Finde ihn. Finde ihn. Oh, ich bin sauer geworden anscheinend. Weil der Junge einfach nicht hören kann. Ich hab doch gesagt, er soll nicht schießen. Muss ja auch mal hier was zu auf die Ohren kriegen. Aha. Der ist da lang. Wir gehen mal hier lang, weil hier... Oh, ey. Ich kann nicht mich bewegen. Oh, what happens? Nein, du bist nicht bereit. Bleib zurück. Oh, tschüss. Bammy wham. Oh Mann. Der bleibt einfach in der Luft, weil ich so geil bin. Oh, da kommt noch einer. Oh, der hat mich getroffen. Die blöde Sau. Das sieht irgendwie lustig aus, wie dieses Fake-Blut da spritzt. Also, ich weiß nicht. Was soll das sein? Magma oder was? L2, um zu blocken. L1, um... das ist ja gut. Und X, um auszuweichen. Ah, alles klar. Oh, vielleicht hätte ich den Block behalten sollen. Finde ich super, dass ich mit zweien gleichzeitig kämpfen kann. Aber so eine richtig geile Kombo habe ich noch nicht gefunden. Irgendwie. Oh, ich bin ausgewichen. Super geil. Ja, Kollegen Bratwurst. Oh, Fucker. Was sind das denn, Raugare? Oh, ich habe 21 XP erhalten. Alright. Raugar, die waren bisher noch nie so nah an unserem Wald. Okay. Geh weiter. Draugar, Mutter sagte, Draugar seien gestorbene Krieger, deren Seelen zu stur und wild sind, um nicht mehr zu kämpfen. Es heißt, sie schlagen die Walküren in die Flucht, die sie mitnehmen sollten, und beleben sich dann selbst wieder, indem sie ihre vorherige Form in etwas anderes verwandeln. Sie sind nur noch ein Schatten ihrer selbst und greifen alles an, was ihnen begegnet. Sie sagte auch, dass sie in verschiedenen Formen und Größen auftreten und einige sollen sogar besondere Kräfte haben. Wow. Meine Fresse. Die ersten Monster dieser verrückten Erde hier haben wir entdeckt. Hier ging es doch irgendwie lang. Das sieht doch, als ob wir hier rüberspringen können. Was gibt's hier? Oh, hier gibt es nämlich was. Was war das? Hacksilber 300. 300 für Hacksilber. Oh, das war's. Schade. Geht nicht weiter. Wir müssen alles erkunden. Alles. Vielleicht hier lang? Ja, wir können mal schauen. Hier geht's anscheinend nicht lang. Oh, da liegt was. Etwas Grünes. Mit Heilungssteinen können sie ihre Gesundheit wiederherstellen. Aha, ein Heilungsstein ist, leuchtet grün, liegt auf dem Boden. Und ich trete drauf und dann bin ich geheilt. Alles klar. So, Sohnematz will nach links. Ich will nach rechts. Aha, eine Fahne. Der Hirsch ist hier lang. Ja, ist ja gut. Oh, siehst du, ich hab doch... Ich hab meine Ahnung. Aha, die kann ich nicht zerstören. Die muss ich so... Meine Ahnung hat mir doch hier den Weg geleitet. Nochmal Hacksilber. Ich denke, das hilft uns am Ende, wenn wir irgendwie vielleicht so Klamotten kaufen müssen oder sowas. Man kennt das ja. Aha, hier geht's so. Oh, da liegt was. Noch mehr Silber. Vorsicht an der Kante, Junge. Oh, was ist das da unten? Truhe. Aha, Wasserfall. Vorsicht an der Kante, Junge. Ich liebe es, wie er mit seinem Sohn redet. Hier geht's hoch. Noch mehr Silber. Hier ist ein Lagerfeuerchen gewesen oder sowas. Irgendjemand hat sich hier schon gerastet. Ah! Take a look. Hier ist die Kette. Und jetzt sitzt er mal auf dem Rücken. Wie geil. Ey. Nein, ich wollte die... Hä? Hackt's oder was? Ich will runter. Mach doch mal jetzt so. Ah, yes. Das geht mehr smooth als... Oh, was ist das, Wölfe?
Oh, yes. Ihr werdet keine Chance haben gegen mich, du blödes Vieh. Geh weg. Oh, WTF. Die sind ganz schön krass hier zusammen. Aber ich habe sie dennoch platt gemacht. Wolfsschreck, neuer Tötungsauftrag. Wölfe töten. Treffen Sie mehr dieser gewöhnlichen Rudeltiere, indem Sie die Landschaft, die Sie durchqueren, genau erkunden. Im Bestarium finden Sie Tipps, wie man sie besiegt. Aha. 2 von 15 Wölfen. Aha, aber mit 15 kriege ich Belohnung, XP. Ah, verstehe. Was? Die Wölfe, sie waren nicht bösartig. Sie waren nicht bösartig? Ja, das hatten sie bestimmt. Gut, dass hier überall Sachen rumliegen. Oh, ich habe noch eine Spielsache gefunden. Welche denn? Ah, ein Pferdchen. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Nein. Ah, mir fehlen noch 2. Ah, ich zermetze. Oh. Zur Seite schlagen ist noch nicht so richtig mein Ding. Irgendwie klappt das nicht so richtig. Gut, wir füllen jetzt mal unsere Energie voll auf. Und jetzt gucken wir mal, was hier... Was ist das? Es leuchtet. Oh, ein Sarg, oder was? Alter Falter. Es klaut er dem das. Er braucht das. Noch mehr Silber. 600. Hier schon. Geiler Scheiß. Was ist das? Ist das diese Kiste, die wir von oben gesehen haben? Ich glaube ja, von oben haben wir von runter geguckt. Aha. Gut, ich glaube, das war's. Wenn nichts weiter ist, dann kletter ich wieder hoch. Oh, wie. Der ist einfach zu krass, Alter. Nur mit den Händen. Guck mal, Mama, ohne Hände. Ah, nee, nur ohne Füße. Wie geil, Alter. Ich liebe den Typen jetzt schon. Erstens sieht der mir sehr sympathisch aus. Oh, der hat so einen Bart wie ich ungefähr. Ja. Er hat ein bisschen weniger Haare als ich, aber... Und die Statur ist... Leicht unterschiedlich, aber diese roten Tattoo-Linien da quer über den Schädel sind nicht schlecht. Was ist das hier eigentlich? Aha. Nordische Symboliken im Boden. Ja, Thema dieses Matches ist ja, dieses Spiels ist ja nordische Mythologie. Was ja auch super. Ah, da leuchtet's wieder. Überleuchtet's. Sollten wir hier drin sein? Ja, leuchtet. Truhe aufmachen. Diese Truhe ist durch Runenmagie verschlossen. Finden und brechen Sie die 3 Siege, um sie zu öffnen. Oh. Wo sind die Siege? Ah, das werden die blauen Dinger sein. Ah. Ein Siegel zerstört. Ah, siehst du, hab ich doch. Ach, und wenn man so Sachen zerstört und da sind Sachen, so Gegenstände drin, dann kriegt man die gleich. Siehst du? 14 Hack. Super. Schönes Hack. Dabei ist noch gar nicht Mittwoch. 27 Hacksilber, super. Oh, hier muss ich wahrscheinlich werfen. Und die 3 Siegel sind zerstört. Geht jetzt die Truhe auf. Auf jeden Fall leuchtet sie nicht mehr so dolle, blau. Und auf ist das Ding. Und was haben wir drin? Was? Idun-Apfel. Legendär. Sie haben einen der 3 Idun-Äpfel gesammelt, die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Gesundheit benötigen. Aha. Die Idun-Äpfel sind die Wahlspeise der Götter. Man findet sie insgesamt 9 Äpfel in magisch verschlossenen Truhen in der Welt. Für jeweils 3 gesammelte wird die maximale Gesundheit erhöht. Uiuiuiui. Na, zum Glück sind wir nicht gleich unserem Jüngling da, unserem Sprossling hinterher gerannt. Dann haben wir ein bisschen was erkundet noch. Aha. Wie geht's hier lang? Nein. Ich bin mir immer nicht sicher, ob ich wirklich erkenne, wo man überlanglaufen kann und wo nicht. Ich hoffe, ich denke, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Wir laufen jetzt hier lang, wo der Sprossling lang wollte. Da oben! Da ist der Hirsch! Und Raben oder Krähen oder was? Da ist eine Truhe. Ich darf da aber nicht rein. Wir tun, was uns gefällt. Wow. Keine Ausreden. Wie geil. Das ist ein Tempel. Und ich will da eigentlich zu dieser Truhe. Hier unten liegt so viel. Wie kommt man da hin? Ich will da hin. Wie geht's da hin? Man kommt anscheinend da hinten raus oder so. Ja, da leuchtet es irgendwie. Weil hier komme ich nicht rüber irgendwie. Und wir kommen jetzt hier auch nicht lang. Das ist stupid. Gut, wir müssen anscheinend hier rein.
Open the gates! Oh. Da. Oh. Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Vielleicht nicht. Wir sollten näher rangehen. Ah, hab ich so gewusst, du Weichei. Du verweichlichter Spross. Ich muss dir noch einiges beibringen. Geht's hier runter? Vielleicht muss ich da runter. Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Aha. Du wolltest mich nie mitnehmen. Toll. Warum jetzt? Es war ihr Wunsch. Und es war in der Zeit. Ja, die Zeiten haben sich verändert. Versteh. Ah, jetzt sind wir hier unten. Geht's nicht weiter? Und jetzt muss ich hier mal schauen, was hier so passiert. Hier ist ein Feuerchen. Hier geht's auch nicht weiter. Sackgasse, würde ich sagen. Da hinten liegt ein Heilungsstein. Ich höre doch hier schon wieder irgendwelche Laute. Draugel? Oh. Ja, im Kampf wird der Gesundheitsbalken angezeigt. Oh nein, ich will nicht in die Mitte. Oh, du Fucker. Oh, ich hatte noch halbe Energie. Und da kommen noch wieder zwei. Oh, Viertel Energie noch. Hau ab, Mann. Ich werde mir erstmal den Stein da holen. Ja. Oh, wo sind die? So, war's das jetzt? Nein. Wo ist er? Oh, da ist er. Du Bastard, Alter. Wie geil war das denn? Steckte die Axt da drin? Geilomat. Okay. Neuer Tipp. Draugar kämpfen mit gefährlichen Waffen, aber sie gehen nicht sehr gekonnt mit ihnen um. Nicht so wie Vater mit seiner Axt. Wenn wir auf ihre Bewegung achten, können wir leicht ausweichen oder blocken. Oh, das ist ein toller Tipp. So, hier war doch eine Tür noch oder sowas, ne? Ah ja, hier kommt man raus. Was? Ah, die Tür ist wieder zugegangen. Hier ist die Kiste. Hier kam ich zur Kiste. Oh, hier steckt ein Boot fest. Oh. Oh, fuck. Die sind zu mir zu schnell im Angriff. Da muss ich den schnellen Angriff nehmen. Ja. Keine Chance. Oh. Wo kam der denn her? Oh, fuck. Jetzt geh nicht weg, du Monster. Hier. Ich hab schon gedacht, unter der Brücke wäre ein Troll. Du bist noch nicht bereit für Trolle, Junge. Hack Silber. Und Gesundheit aufgefüllt. Gut. Ja, Vater. Du bist noch nicht bereit für Trolle. Was sind denn Trolle? Wie, was sind die bestimmt noch gefährlicher als alle anderen? Und wir haben wieder was gefunden. Und zwar so Männekicken. Und jetzt fehlt uns nur noch ein Artefakt-Ding. So ein Spielzeug. Und jetzt gucken wir nochmal in die Truhe. Und was haben wir da? Ein Package. Oh, 700 Silber. Gut, ich glaube, das war's hier draußen. Ich finde gut, dass wir die Wölfe und die Draugaren... Oder wo ist er denn? Was denn? Was soll ich mir da ansehen? Tschüss, wo guckt er hin? Na gut, vielleicht ist das... Man kann auch nicht irgendwie interagieren mit ihm. Na gut. Ich glaube, hier geht es nicht weiter.
Ja, ich wollte gerade sagen, schön, dass man die Wölfe und Draugare von der Brücke aus nicht gesehen hat. Die haben sich dann erst später materialisiert wahrscheinlich. So, wir sind wieder hier. Und da hinten ist ein Tor, hier hängt eine Kette. Ich ahne schon, dass wir die Kette benutzen müssen, um... Oh, wie geht's hier rein? So nicht. Aber das ist doch eine... Muss man von oben reinfallen? Oder was? Hm. Oh ne. Kann ich irgendwas anvisieren oder so? Huch. Hier war anscheinend auch mal eine Kette für dieses Ding. Für dieses Tor. Hm. Kommen wir da irgendwie anders rein? Ich würde gerne auch wissen, wie man diese Truhe da kriegt. Gut, der Sohn will hier lang. Huch. Ah ja, und jetzt nach... Aha. Oh, I see. I see. Deswegen war der Tipp mit dem, mit der Axt werfen. Wahrscheinlich muss ich irgendwas hier, den Mechanismus zerbrechen, ne? So, also mit L2 zielen und mit... Wo hau ich das Ding hin? Hier sieht es mir so aus, als ob das ein Hinweis sein soll. Du hast es festgefroren. Festgefroren. Dann lasse ich die da mal stecken. Ach, jetzt ist die Tür auch auf. Sehr gut. Na, das ist doch awesome. Zum Glück habe ich mich nochmal umgedreht, Alter. So. Weil jetzt gibt es nämlich wieder schön Hack. Und es wird jedes Mal mehr. Supi, supi, supi. Sag mal, geht's hier noch hoch? Waren wir da schon? Nee, jetzt geht da nicht hoch. Schade. Hm, das meine ich. Manchmal, ich sehe nicht durch, wo man langlaufen kann und wo nicht. Aber wir kriegen das schon hin. So, und jetzt muss ich ganz trickreich... Die Axt runterziehen. Und die andere Seite geht auf. Hervorragend. Und hier liegt noch was. Wenn nicht so weit weg, Junge. Wir wollen erst noch hier den Weg erkunden. Ich glaube, wir müssen hier lang. Nochmal mehr Hack. Ich bin ja schon richtig hackreich. Hier ist so ein Heilungsding. Oh, hier ist noch eine... Hier ist eine Truhe oder sowas. Aber da scheint es nicht durchzugehen. Eine Truhe und da liegt noch was auf dem Boden. Was ist das hier? Ein Flaschenzug? Oh. Oh. Muss ich... Nein. Oh! Wie geil. Noch mehr Silber. Und da hinten ist noch was. Nein. Geilomat, Alter. Ich muss echt auf diese blau leuchtenden Sachen achten. Bin ich hier drin und habe noch mehr Silber und noch mehr Silber und was ist in der Truhe? Noch mehr Silber. Aha, das ist einfach. Geil, aber geil, ganz geil mit diesen Mechanismen. Also ich muss immer so schön auf diese blau leuchtenden Runen, das sind anscheinend freundliche Runen, achten. Geht's hier noch lang? Nee. Und hier mal hoch. Was ist da oben noch? Ah. Oh, eine Kiste. Und noch mehr Silber. Und
wie die Axt fliegt. Ich finde das einfach phänomenal geil. Das ist eins der besten Effekte, finde ich. Was ist hier? Das sieht mir aus wie ein edler Durchgang. Sieh her. Oh nein, das ist ein Schrank. Das sind Skell und Hatti, die Riesenwölfe, die Sonne und Mond jagen. Oh, wir lernen etwas über nordische Mythologie. Sehr schön, das gefällt mir sehr gut. Was passiert da am Ende? Sie fressen Sonne und Mond und dann kämpfen alle? Neuer Auftrag. Jeder Schrein birgt die Geschichte eines legendären Riesen in sich. Die Riesen haben Schreine hinterlassen, die Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählen. Ich habe diese Geschichten geliebt, wenn Mutter sie erzählt hat. Mal sehen, wie viele wir finden. Ah, 11 Schreine gibt's. Einen haben wir schon und es gibt 6000 bei Abschluss aller. Das ist gut. 6000 EP. Das scheint mir eine Menge zu sein. Gut, aber ich glaube, wir haben jetzt hier alles Wissen hinzugefügt. Skull und Hatti, Wolfriesen. Skull jagt die Sonne und Hatti den Mond. Was passiert, wenn sie ihre Beute fangen? Sieht nach einer großen Schlacht aus. Odin, Thor, die Weltenschlange. Könnte es sein. Ja, wer sich ein bisschen mit nordischer Mythologie auskennt, der weiß schon, was da dann noch passieren könnte. Wo geht er hin? Achso, hier dieses. Naja, brauche ich nicht. Ich lasse es liegen. Ich habe genug Energie. Supi. So, hier links waren wir schon. Dann rennen wir dann doch mal dem Hauptweg hinterher. Es scheint mir wichtig zu sein, hier alles aufs Gründlichste zu untersuchen. Vater, sieh nur. Was denn? What happens? Da. Warte auf mein Zeichen. Ist da der Hirsch? Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Oh ja, das ist der Hirsch. Er ist einfach nur ein Halten Sie L2 gedrückt und bewegen Sie R, um Atreus zu helfen, den Hirsch anzuvisieren. Okay, ich halte gedrückt. Fester Stand. Ruhige Haltung. Ausatmen und loslassen. Oh, ich hab einen Hirsch gekillt. Gut. Er rennt querfeldein. Wir nehmen den normalen Weg. Gibt's hier noch was? Er lebt noch. Er lebt noch. Na gut. Gucken wir mal, was der Hirsch sagt. Dein Messer. Nein. Bring es selbst zu Ende. Oh, die Lektion fürs Leben. Wer jagen will, muss auch töten können. Und er hat sogar blaue Augen. Magieaugen. Do it. Ich kann nicht. Du bist noch nicht bereit, mein Junge. Ach hey. Ich. Was wird er jetzt sagen? Etwas Aufbauendes? Nein, er kann es nicht. Er kann sich nicht überwinden. What the heck? What the heck? What happens? Tschüss, Lan, Alter. Was ist das für ein Vieh? Klaut der uns in den Hirsch? Ja? Was? Wir haben keine Wahl. Oh fuck, der ist huge, Alter. Der ist huge. Atreus Pfeile. Drücken Sie Viereck, um Atreus Pfeile schießen zu lassen. Halten Sie L2 gedrückt und drücken Sie dann Viereck, um einen bestimmten Gegner anzuvisieren. Gegner greifen Kratos nicht an, wenn sie von einem Pfeil getroffen werden. Das ist interessant. In der Ecke rechts unten wird die Pfeilanzeige angezeigt, die Atreus abfeuern kann. Es dauert, bis verschossene Pfeile wieder aufgefüllt sind. Oh, das regeneriert sich also. Okay, dann. Ich bin so weit.
Oh mein Gott, ist das aufregend! Wow, der ist voll im Berserker-Mode. Oh, ich kann schnell rennen. Oh, das war's. Das war's, Snape. Oh, WTF, Mann. Oh, fuck. Schnell, renn. Oh, fuck. Voll daneben. Oh, no, lauf doch weg. Wann geht er denn endlich mal down? Oh fuck, und warum hat er keine LP-Anzeige? Oh. Wie kann ich dieses Anvisieren wieder wegnehmen? Ich kann nicht wegrennen, das ist mein Problem. Ich kann mich nicht wegdrehen von ihm. Nein! Final Hit oder was? Final Hit? Brich eben die Hörner ab, Alter. Oh. Komischer Fight. Sie haben mich gezeigt! Junge. Ich hab keine Angst vor dir! Mit Mamas Messer? Du bist nichts gegen mich! Junge, sieh mich an! Sieh mich an, Junge! Junge! Sieh mich an. Oh, der ist blutig, der Junge. Erledigt. Du bist nicht bereit. Du weißt nichts, Atreus. Was? Im Ernst? Aber der Hirsch. Ist das dein Ernst, Digga? Ich hab mich bewiesen. Ich bin bereit. Wir gehen nach Hause. Oh, ich habe so meine Zweifel, ob sie zu Hause ankommen werden. Ich war lange schon nicht mehr krank. Ich kann das. Du bist nicht bereit. Oh, der Troll da oder was auch immer das war, löst sich auf. Und da liegen Sachen. Ich bin bereit. Ich will nichts mehr von dir hören. 3000 Hack. Hier ist noch so ein... neuer Tötungsauftrag. Nicht so tolle Trolle. Trolle töten. Treffen Sie mehr dieser riesigen Totemträger mit Hörnern, indem Sie die Landschaft, diese durchqueren, genau erkunden. Im Bestarium finden Sie Tipps, wie man sie besiegt. Alles klar. Einen von drei getötet. 52 EP gibt es da. Mhm. So. Na gut, dann machen wir uns mal auf den Weg nach Hause.